Ich habe 2012 das erste Seminar bei Kaustop besucht in Frankfurt. Und zu der Zeit habe ich viel Vinyasa-Yoga praktiziert und immer mal wieder auch Seminare über Philosophie oder Meditation. Und ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie bin ich zu der Information gekommen, dass Kaustop dieses Seminar gibt über Mudras und Bandhas, was ich sehr interessant fand. Und ja, so hat es angefangen. Dann habe ich einen Online-Kurs bei Kaustop gemacht. Ja, so ist es so ins Laufen gekommen. Es ist eigentlich eine neue Erfahrung. So, die Yoga-Stile, die ich vorher praktiziert habe, waren eigentlich immer so im Gruppenunterricht abgehalten. Und ja, es ist eine andere Form, es ist mehr, es ist tiefer gehend. Und durch die verschiedenen Tools, also ist es noch eine viel ganzheitlichere Herangehensweise. Es gibt mir die Möglichkeit, viel über mich selber zu erfahren, über das Leben insgesamt zu erfahren, an mir zu arbeiten. Ja. Es ist schon auch was Besonderes, in einer Verbindung mit so einer alten Tradition zu stehen. Und ja, von diesem Wissen, von diesem langen Wissen auch zu schöpfen und sich damit zu verbinden. Und ja, das irgendwie dann letztendlich hoffentlich auch mal ein Stück mit beizutragen, das weiterzutragen. Ja, es ist nicht so üblich. Es hat schon was Besonderes in der Yoga-Welt heutzutage, diese Verbindung zu einer alten Tradition nicht so oft gegeben ist. Ja, ich fühle mich sehr gut mit Kaustop, sonst würde ich das eigentlich auch nicht machen. Am Anfang ist es natürlich ein Stück weit Überwindung, wenn man es nicht gewohnt ist. Ja, aber ich fühle mich sehr sicher, ja. Also es gibt ja heutzutage viele Möglichkeiten über Internet, über Skype, halten wir die Einzelsessions ab. Wenn man möchte, kann man Online-Programme mit Kaustop machen, die auch über Skype sind. Und ja, in regelmäßigen Abständen habe ich die Trainings bei ihm und das funktioniert sehr gut. Ja, das ist diese Verbindung zu der alten Tradition, die schon so lange weitergetragen wird. Es ist sein tiefes, umfassendes Wissen über alle Bereiche des Yoga und ja, die Art und Weise, wie er sein Wissen vermittelt in den Seminaren. Das ist sehr locker und dogmatisch. Ja.
Ich hatte vorher eigentlich gar nicht so eine Vorstellung, was, wie das abläuft, was man da wirklich macht. Ich war mehr interessiert, überhaupt das kennenzulernen, was da passiert. Und ja, es ist schon, womit man nicht so rechnet, dass es wirklich so umfangreich ist. Es geht ja nicht nur um Bewegung, sondern dass man wirklich so eine tiefe Verbindung aufbaut, dass man den Menschen in jeglicher Situation des Lebens helfen kann und es eben so ganz umfassend ist und auch eine Lebenshilfe gibt. Ja, das ist viel die Art und Weise, wie er das Wissen vermittelt, also auch komplizierte Inhalte verständlich vermitteln kann. Und die lockere Atmosphäre, den Humor, den er dabei hat. Ja, auf jeden Fall. Für alle, die tiefer gehen möchten, die mehr wissen möchten über Yoga und auch über das Leben selber. Also für alle, die über die reine Bewegung hinausblicken möchten. Sehr undogmatisch, humorvoll und authentisch.